Okay. Können wir losmachen? Okay. Ja, guten Abend. Ich freue mich jetzt, den Vortrag von Thomas Barth ankündigen zu dürfen über das Thema Netzmedienrecht, Lobbyismus und Korruption. Thomas Barth wird hier hauptsächlich am Beispiel von Bertelsmann halt darlegen, wie Firmen gerade im Medienbereich halt Lobbyismus betreiben und auch in welchem Bereich das in den Punkt Korruption mit übergeht. Ja, einen herzlichen Applaus für Thomas Barth. Hallo, 1-2 Test. Ja, funktioniert gut. Das Netzmedienrecht ist für mich der Einstieg in das Thema Lobbyismus und Korruption, weil ich denke, dass sehr viele sich mit den Problemen des Urheberrechts hier beschäftigt haben und weniger Leute sich mit den Problemen des Bildungssystems, auf die ich dann aber auch kommen werde. Es geht um die Wissensgesellschaft und um die Frage, inwieweit wir vor einer großen Kommerzialisierung der Wissensgesellschaft stehen. Und speziell um die tiefere Frage, warum läuft eigentlich so vieles so verdammt falsch oder so verdammt schlecht für die Mehrheit der Leute, für die Mehrheit der Nutzer? Wie schaffen die Medienkonzerne, die in vielen Punkten es schaffen, ihre Interessen durchzusetzen, mit welchen Methoden arbeiten die eigentlich? Und das Beispiel, das ich dafür wähle, ist der größte europäische und der viert- oder fünftgrößte, ich glaube momentan sogar der viertgrößte wieder, Medienkonzern der Welt, Bertelsmann. Ein deutscher Medienkonzern. Alle anderen großen stammen aus angelsächsischen Ländern. Insofern ist das schon was Besonderes. Und besonders ist auch, dass er in Deutschland selber und auch weltweit gar nicht so bekannt ist, wie jetzt Disney zum Beispiel. Aber hier erstmal der Überblick. Ich fange an mit Urheberrecht und Medienindustrie, dann steige ein ganz kurzer Überblick über Korruption und Lobbyismus, was man darunter versteht. Und dann steige ich in das konkrete Beispiel des Bertelsmann-Konzerns ein. Und dabei gibt es vor allen Dingen, wenn man sich Lobbyismus anschaut, zu berücksichtigen, dass dieser Konzern einer Stiftung gehört, einer gewaltigen Unternehmensstiftung, und diese Stiftung aber wiederum ein sehr reges Eigenleben hat, aber da kommen wir dann noch dazu. Das fällt dann unter das Thema Think Tank. Neben dem Urheberrecht oder eigentlich noch vor dem Urheberrecht ist das Bildungssystem Ziel dieses Lobbyismus des Bertelsmann-Konzerns. Es liegt daran, dass es der größte Buchproduzent ist, traditionell sehr stark im Bildungssektor. Ja, und zum Schluss vielleicht, wenn wir dann noch Zeit haben, werde ich zu Schwierigkeiten der Kritik an Medienkonzernen kommen. Ich habe so einen kleinen Abriss der Kritik am Bertelsmann-Konzern, die sich eigentlich erst in den letzten 10-12 Jahren entwickelt hat. Aber da kommen wir später vielleicht noch dazu. Ja, Zwischenfragen zulassen. Ich neige dazu, erstmal zu sagen, ich lasse sie zu, wenn es nicht zu viele werden. Ist das okay? Gut. Ja, erstmal ein bisschen über das Medienrecht, Urheberrecht. Ich dachte, das ist vielleicht dann für viele auch interessant als Hintergrund. Es fing an mit dieser berühmten Berner Übereinkunft, also ein internationaler Vertrag verschiedener Staaten, die sich über Urheberrechte Gedanken gemacht haben. 1908 kam dann die RBÜ, revidierte Berner Übereinkunft, mit dem Minimalschutz von 50 Jahren für urheberrechtliches Material. Die ist heute immer noch in Kraft, wird jetzt aber verwaltet von der WIPO, seit 1967, die ist inzwischen UNO-Behörde. 1995 kommt ein großer Einschnitt in die ganze internationale Szene. Das ist der Zeitpunkt der Gründung der WTO. Die zog sich davor schon ein bisschen hin, die Verhandlungen. Aber da fing massiv an, Wirtschaftsinteressen in die internationale Politik einzudringen. Für uns interessant ist dabei vor allen Dingen dieses TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Also da wird das Urheberrecht
und die überhaupt intellektuelle Güter werden dann eher als Handelsware gesehen aus dieser Sichtweise, denn als Kunst oder als Ideen, als geistiger Fortschritt, der bestimmten Urhebern zugeordnet wird. Ja, bei den WTO-Verhandlungen wird von den Kritikern bemängelt, dass die Berücksichtigung von Interessen der Industrien im Vordergrund steht. Kein Wunder, die WTO wurde ja gegründet von den großen Industrienationen, wo diese Konzerne sitzen. Und deswegen gab es Proteste vielfach aus den Reihen der Entwicklungsländer. Und es hat sich dann ja auch eine kritische Bewegung gegründet namens ATTAC, die dagegen vorgeht. Und TRIPS war dabei auch seitens der Entwicklungsländer immer ein Kritikpunkt. Also die Idee, dass die geistige Produktion, also das intellektuelle Fundament der Industrialisierung und der westlichen Kultur von Industriekonzernen oder von der westlichen Welt, überhaupt auf sich jetzt der Entwicklungsländer, mit Beschlag belegt wird. Die sollen also dafür zahlen, dass sie das Wissen, das im Westen entwickelt wurde, nutzen dürfen. Und das sehen viele nicht als fair an. Auch gerade in China kann man sich vorstellen, wie viele im letzten Vortrag, Leute, die jetzt schon Vortrag von Ona gehört haben, die Jesuiten sind nach China gegangen und haben da auch Wissen abgezogen. Und im Westen, wir haben nicht nur jede Menge Güter, sondern auch jede Menge Wissen, das im Laufe der Geschichte sozusagen zu uns gewandert ist. Und jetzt, wo wir die Reichen sind, sollen die anderen dafür zahlen, das sehen die überhaupt nicht ein. Ja, 2001 kam eine EU-Richtlinie raus. Das heißt, die Europäische Union hat eine für die Mitgliedstaaten relativ bindende Richtlinie erlassen, mit der Auflage, dass die nationalen Urheberrechte daran angepasst werden sollten. In diese Richtlinie eingeflossen ist die US-Strategie, die schon sehr in Richtung Informationswirtschaft und Information als Handelsgüter ging. Und auch der Bangemann-Report von 1995. Martin Bangemann, Ältere werden sich noch an ihn erinnern, er ist zurückgetreten, da kommen wir auch dann schon direkt ins Thema Korruption mit rein. Sein Übertritt vom EU-Kommissar, der zuständig ist für den Telekommunikationssektor, zu einer Telefonfirma, Telefonica, ich glaube, spanischer Konzern, nicht? Das hat schon einige Wellen geschlagen und wurde als unsauber gesehen, war nach deutschem Recht aber zum Beispiel völlig legal. In anderen Ländern, sogar in den USA, gelten da schärfere Richtlinien. Also da gibt es dann so Schamfristen von mehreren Jahren, bevor ein Amtsträger, der ja auch Dienstgeheimnisse hat, zum Beispiel über die Telefonica-Konkurrenten, wusste Bangemann sicher so einiges. Und mit diesem Wissen ist er nun in den Konzern reingegangen. Das hat schon mehr als nur ein Geschmäckle. Also wenn andere schreien, Hacker betreiben Industriespionage, schon gut, dieser war ein EU-Kommissar. Also was war vorher Verkehrsminister der schwarz-gelben Kohl-Regierung, glaube ich. Gut, also diese EU-Richtlinie wird nun langsam umgesetzt. Da laufen jetzt dauernd Verhandlungen. Zwei Stufen sind schon durch, der sogenannte erste und zweite Korb. Ich habe das alles wahrgenommen und nachgearbeitet aus Büchern und Aufsätzen von einem Herrn Rainer Kuhlen. Das ist ein Bibliotheksinformationswissenschaftler, kein Informatiker. Er vertritt jedenfalls sehr gerne die Interessen der öffentlichen Bibliotheken. Und der war von Anfang an eigentlich mit dabei als Experte und hat festgestellt, dass sich in diesen Hinterzimmerverhandlungen der Ausschüsse und der Kommissionen, auch der Enquete-Kommissionen, die da gegründet wurden, dass sich da die Industrievertreter irgendwie immer viel besser durchsetzen als er selber und die anderen Wissenschaftler, obwohl sie eigentlich bessere Argumente hatten, wie er findet. Nachdem für diese erste Urheberrechtsnovelle die Position von Bildung und Wissenschaft als ziemlich untergegangen betrachtet wurde von den Vertretern, haben sie ein Aktionsbündnis gegründet. Da sind so die führenden Wissenschaftsinstitute drin, also Max-Planck-Institut, die anderen fallen mir momentan nicht ein.
so 4, 5, 6, auch die Hochschulrektorenkonferenz ist da dran beteiligt, glaube ich. Und die wollten dann selber eine Lobbygruppe gründen und dachten, ja, machen wir eben auch eine Lobbygruppe. Aber auch beim zweiten Korb, bei der 2007 in Kraft getretenen Urheberrechtsnovelle, haben sie festgestellt, Mist, irgendwie hat unsere Lobby ja nicht so gut funktioniert wie die von den großen Industriekonzernen. Jetzt laufen zurzeit, was ist denn schiefgelaufen? Ja, also für die Bibliotheken wird es teuer. Jeder, der studiert oder der mal ein Buch leihen möchte in einer öffentlichen Bibliothek, wird merken, das Angebot ist irgendwie nicht besser geworden. Also die haben wenig Geld. Die bestellen inzwischen Zeitschriften ab, Neuanschaffungen halten sich in Grenzen. Wenn neu angeschafft wird, dann ist kein Geld dafür, Raumerweiterung. Also da sehen wir schon, dass wir im Bereich der Bibliotheken einiges im Argen liegt. Dazu kommen dann noch, das kritisiert jetzt Rainer Kuhlen, dieser Bibliothekswissenschaftler, dass die DRM-Kontrollmechanismen, Digital Rights Management, nun im zweiten Korb auch noch durch gesetzlichen Schutz unterstützt werden. Also die Industrie kriegt nicht nur durch den technischen Fortschritt immer mehr Möglichkeiten, das Kopieren ihrer Werke oder das bloße Einsehen ihrer Werke zu verhindern, sondern der Gesetzgeber steht auch noch auf ihrer Seite und verteidigt die Schutzmechanismen, statt die Interessen der Öffentlichkeit, der Wissenschaft und der Bildung auf Zugang zur Information, die ja in der Regel von den Verwerterindustrien gar nicht hergestellt wurde, sondern von der Wissenschaft selbst. Also die Wissenschaftler können dann auf ihre eigenen Informationen, auf ihre eigenen Werke nur noch schwer zugreifen, also nicht auf ihre wirklich selbstgeschriebenen, sondern auf die von Kollegen natürlich oder aus anderen Fachgebieten, und müssen dafür auch noch sehr viel zahlen. Also das alles behindert, davon können wir wohl ausgehen, die wissenschaftliche und damit auch die kulturelle, soziale und geistige Entwicklung. Und das wiederum widerspricht dem Geist des Urheberrechts. Denn das war nicht gedacht, damit irgendwelche Drucker also auf ihre Kosten kommen. Es war noch am ehesten gedacht, dass der Urheber, also der wirklich da sitzt und ein Buch schreibt oder sich eine Erfindung ausdenkt, dass der dann auch nachher ein bisschen was zurückkriegt dafür, weil er ja auch gearbeitet hat. Das ist so dieser Gedanke, den Urheber zu schützen. Das gilt als mehr kontinentaleuropäisch. Also unser deutsches Urheberrecht ist da noch ein bisschen besser, habe ich gehört, als das angelsächsische. Also die angelsächsische Denktradition geht dann mehr vom Utilitarismus aus. Das heißt, es soll das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl von Menschen steht dabei dann ethisch im Vordergrund. Das heißt also, der Urheber soll mal nicht jetzt so geizig sein mit seinem Wissen und immer nur gegen Geld das rausrücken, sondern der soll auch ruhig dazu gebracht werden, dass er sein Wissen teilt, damit dann alle was davon haben. Letztlich dann natürlich auch er selbst, wenn das Fortschritt ergibt. Das sind die beiden Ideen, die hinter dem Urheberrecht stecken. Einmal so eine Art Persönlichkeitsrecht. Ich habe was geschaffen, es gehört mir. Ich will da auch was davon haben. Und beim anderen, die Allgemeinheit soll was davon haben. Und im Grunde genommen schwebt ja auch kein Urheber im luftleeren Raum und erfindet irgendwas ganz aus heiterem Himmel, sondern jeder basiert auf den Werken, die andere vorher geschaffen haben. Und wenn man dann immer erst 50 Jahre warten muss oder sogar 70 Jahre, bis Werke zugänglich gemacht werden zu erschwinglichen Preisen, ist das selbstverständlich für alle letztlich schädlich. So argumentieren die Gegner dieser Urheberrechtsgesetze in den Ausschüssen andauernd. Und trotzdem werden sie da von der Medienindustrie, von den Verwerterinteressen anscheinend immer wieder überstimmt. Ja, letztlich ist das Fazit, das dann dieser Professor Rainer Kuhlen zieht in seinem Buch. Bei der Umsetzung der Richtlinie, also dieser EU-Richtlinie, damals EG, in das Urheberrecht hat der Gesetzgeber bisher vornehmlich Belange der Rechteverwerter zur kommerziellen Nutzung der digitalen Medien berücksichtigt. Also es geht hauptsächlich um die Änderungen, die nötig sind durch Digitalisierung und neue Medien. Nicht die Chancen der Allgemeinheit, die eigentlich beim Gesetzgeber im Vordergrund stehen müssten. Dieses Buch steht übrigens komplett digitalisiert im Internet, kann sich jeder runterladen.
erfolgreiches Scheitern deswegen, weil er immer noch glaubt, irgendwie muss man doch noch was rausholen. Also der schwankt so ein bisschen, ist nicht total jetzt dagegen eingestellt, sondern hofft darauf, dass im dritten Korb jetzt dann doch noch die Interessen der Wissenschaft durchgesetzt werden, hoffentlich. So, im Moment laufen gerade die Anhörungen zum dritten Korb. Und in seinem Buch ist dann noch eine, Moment, habe ich jetzt die falsche Richtung? Was fordert Rainer Kuhlen? Registrierung und Genehmigungspflicht für diese DRM-Mechanismen. Das ist sozusagen der Kompromiss, den er vorsteht. Man soll das Zeug nicht verbieten, man soll es aber auch nicht rechtlich unterstützen, sondern die Industrie müsste dann also jeden einzelnen Mechanismus bei einer dafür zu schaffenden und von der Industrie zu finanzierenden Behörde hinterlegen, registrieren, da muss er dann genehmigt werden. Und die Behörde muss auch den Zugang für Wissenschaft und Bildung gewährleisten können. Also es muss immer ein Nachschlüssel dafür vorhanden sein. Dahinter steht auch so die Idee des Archivars. Wenn jetzt ein Medienkonzern ganz wichtige, geistig bedeutende Werke, von denen man heute noch gar nicht weiß, dass sie mal wichtig werden, irgendwie verschlüsselt und nur schlecht zugänglich macht, dann geht diese Firma pleite, wird vernichtet, was auch immer. Die Werke sind aber nur in dieser verschlüsselten Form vorhanden. Dann kommt keiner mehr dran. Und um sowas zu verhindern, wollen jetzt die Bibliothekswissenschaftler und Vertreter der Archive diese Hinterlegungspflicht haben. Und natürlich mehr Geld für Bildung und Wissenschaft. Ja, dann hat er hier noch einen in seinem Buch, auch in diesem erfolgreiche Scheitern-Buch, noch einen harten, noch härteren Kritiker aufgetrieben, sogar einen Juristen, spezialisiert auf Urheberrecht, der dazu sagt, das Urheberrechtssystem ist ein System, das sich von einem Kulturschutzsystem zu einem Investitionsschutzsystem verändert hat und dadurch ein perverses Machtmittel in der Hand internationaler Konzerne wird. Also wenn das schon ein Jurist sagt, die ja sonst nicht zum Übertreiben neigen. Man kann es hier nachlesen. Was MMR heißt, weiß ich leider nicht. Ich nehme mal an, irgendwas mit Markenrecht. Also eine juristische Fachzeitschrift wahrscheinlich. So, die Frage ist nun, warum das? Wie haben die Konzerne das geschafft? Dass das die bisherige Entwicklung des Urheberrechts, also in Deutschland diese beiden Körbe, aber auch davor in der WTO mit diesem TRIPS-Abkommen, dass da die Industrieinteressen so durchgeschlagen haben und nicht die Interessen der Wissenschaftler oder des allgemeinen Publikums. Ja, Korruption, dazu kann ich als Kriminologe sagen, gibt es laut deutschem Strafrecht nicht. Das Wort kommt da nicht vor, wenn man da im Schlagwortverzeichnis bleibt. Es gibt keinen Paragraphen, der das verbietet. Es gibt Paragraphen, die verbieten Bestechung und Bestechlichkeit und Vorteilsnahme und die Gewährung von Vorteilen mit dem Ziel. Dann gibt es noch weitere speziellere Paragraphen, die für bestimmte Personen, zum Beispiel Richter, das ist dann nochmal besonders schwer bestraft. Aber allgemein gilt Deutschland als ein Korruptionsparadies. Also die Gesetze sind hier weniger scharf als in vielen anderen westlichen Ländern. Und es ist auch immer sehr schwierig, beim deutschen Gesetzgeber solche internationalen Standards im Bereich Korruption dann auch zu erreichen. Ich habe hier jetzt eine nicht juristische Definition von Korruption, sondern eher eine rechtssoziologische oder soziologische. Was ist Korruption? Die Ausnutzung einer Machtposition zu Lasten von Machtunterworfenen, wer auch immer, untergebene Kundenbürger, zum eigenen Vorteil und oder dem der eigenen Gruppe, Familie, Firma, Partei. Also wir erinnern uns an Helmut Kohl, größter Korruptionsskandal in der politischen Geschichte der Bundesrepublik. Der hat sich ja immer darauf berufen, dass er es ja nicht zum eigenen Vorteil getan hat, sondern zum Vorteil seiner Partei. Diese ganzen illegalen Parteispenden, wo man nicht weiß, wer hat sie ihm gegeben, wofür sind sie geflossen, waren das wirklich alle oder war das nur die Spitze des Eisbergs? All das ging in die Partei. Aber schon dieses Beispiel zeigt, mithilfe dieser Spenden, die ja durch die Hände seiner Leute gingen, seiner engeren Clique innerhalb der CDU, das hat natürlich seine Machtbasis gestärkt innerhalb dieser Partei. Nicht umsonst ist er deswegen auch jahrzehntelang deren Vorsitzender und Kanzler gewesen. Ja, das war jetzt Korruption. Lobbyismus gilt bei uns ja eher noch als etwas, was langsam hoffähig wird, als etwas, was in Richtung Korruption tendiert.
Ich habe hier mal die Ähnlichkeit durch eine ähnliche Darstellung hervorgehoben, Ausnutzung einer Machtposition, diesmal von Experten oder auch oft nur angeblichen Experten, zur Beeinflussung von Politik oder Regierungen oder auch irgendwelchen Verwaltungen oder Gesetzgebungsprozessen. Derzeit ist der Lobbyismus wahrscheinlich weltweit, auf jeden Fall aber bei uns auf dem Vormarsch. Große Konzerne und die Industrie buttern enorme Geldmengen in diesen Bereich des politischen Systems. Und die Methoden werden immer ausgefeilter. Also es soll schon so etwas wie spezialisierte Marketing- oder PR-Agenturen geben, die sowas wie AstroTurf, das ist, heißt Kunstrasen auf Englisch, glaube ich, und heißt also, da wird irgendwas zugedeckt. Es wird künstlich ein grüner Rasen erzeugt. Ein Vorzeigebeispiel ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die so aufgetreten ist als Gruppe besorgter Bürger, die jetzt gegen Rot-Grün, damals gegen die Regierung Schröder, angetreten ist. Irgendwann kam dann raus, die werden komplett finanziert von den Metallarbeitgebern und das ganze Büro, also diese ganze Einrichtung wird von irgendwie hauptamtlich bezahlten Leuten betrieben, die so tun, als wären sie Bürger, sich dann aber auch irgendwie Prominente holen, auch tatsächlich ein paar Bürger natürlich gefunden haben, die da mitgemacht haben. Im ökologischen Bereich ist sowas schon länger bekannt, da ist es dann, nennt man das auch Greenwashing, Unternehmen sorgen dafür, dass sie ein grünes Image kriegen und dafür werden dann auch Umweltgruppen gegründet, die gegen irgendwas protestieren, sodass das Unternehmen dann doch wieder gut dasteht. Also zum Beispiel kenne ich einen Wasserbauingenieur, der gerne ein Wasserwerk bauen wollte, aber von der ortsansässigen Stromgesellschaft dann daran gehindert wurde, durch Einfluss auf die Lokalpolitik, aber die haben dann auch eine Umweltschutzgruppe irgendwie, glaubt er jedenfalls, und ich wüsste nicht, warum ich das anzweifeln sollte, haben die lanciert, die jetzt gegen sein Wasserwerk protestieren, weil das ja natürlich auch die Umwelt jetzt für die Fische und das Gewässer jetzt beeinträchtigt. Aber natürlich wollten die ihren Atomstrom verkaufen oder sonst woher den Strom. Das ist also das Astroturfing, besonders gemein, wenn Pharmafirmen betroffenen Gruppen gründen, gab es auch einen Fall, die angeblich von Kranken getragen werden, die dann auf ihren Websites ein Medikament bejubeln, das die Pharmafirma gerne verkaufen möchte. Also wenn man anfängt, da zu recherchieren, dann stehen einem wirklich die Haare zu Berge. Aber zu einem Beispiel, wo das noch mehr der Fall ist, kommen wir jetzt, nämlich zu Thinktanks. Das sind Einrichtungen, die haben auch Traditionen, in den USA vor allem eine lange Tradition. Große Konzerne gründen vielleicht auch ursprünglich mal aus karitativen Motiven, wollen mal was für die Gesellschaft tun, ich möchte jetzt der Gesellschaft was zurückgeben oder so, holen sich dann Wissenschaftler und lassen die an irgendwas forschen, wovon sie glauben, dass das der Allgemeinheit nützt. So wird es jedenfalls erzählt. Sowas nennt man dann einen Think Tank, also ich glaube, die Standard Oil in den USA ist bekannt dafür, dass die da mit den größten ersten Thinktanks angefangen haben. Auf jeden Fall der vermutlich einflussreichste in Deutschland ist die Bertelsmann Stiftung. Bei einer Stiftung denkt man zuerst mal gar nicht, dass es ein Thinktank ist. Aber wir werden gleich sehen, dass dem doch so ist. Ja, wer ist Bertelsmann? Ich glaube jetzt, nachdem wir so 5 Jahre Bertelsmann-Proteste hinter uns haben, gibt es schon viel mehr Leute, denen dabei nicht sofort nur diese Buchclubs einfallen, mit denen der Konzern wirklich in den 50er Jahren mal angefangen hat, groß zu werden, sondern dass heute die meisten schon wissen, dass RTL dazugehört, Gruner und Jahr, also Spiegel, Stern und so weiter. Was trotzdem relativ unbekannt ist, ist, dass dazu auch der Think Tank gehört, in dem Hartz IV, also die Blaupausen für die Einführung, für die Umstellung der Sozial- und Arbeitssysteme hergestellt wurde. Die SDS, Deutschland sucht den Superstar, das passt ja auch irgendwie ganz gut zusammen. Die Hartz IV-Empfänger sitzen dann zu Hause und sollen... und sollen schön RTL gucken. Naja, und sich wenigstens hoffen, dass sie von ihrem 1-Euro-Job dann erlöst werden als Superstar bei Dieter Bohlen. Ja, wo sitzt Bertelsmann? Gütersloh,
relativ unbekannte Stadt sonst in der Nähe von Bielefeld, das ja tatsächlich existiert. Okay, der Witz musste jetzt kommen. Der fünftgrößte weltweit stimmt nicht mehr. Ich glaube, die sind auf Platz 4 jetzt aufgerückt. Die müssen Viacom, MTV, glaube ich, überholt haben. 20 Milliarden so rund ist der Umsatz. Vor ihm liegen dann nur noch angelsächsische Konzerne, also hier US-Konzerne, AOL, Disney und MTV und dann noch dieser Australier Murdoch, der hatte immer den Ruf, wirklich der böseste Bube in der ganzen Gruppe von Medienmogulen zu sein, die News Corporation, der hat in Großbritannien The Sun und so weiter. Aber Bertelsmann ist auf jeden Fall Nummer eins im Bereich Bücher. Also traditionsgemäß, sie haben ja auch als Verlag angefangen im 19. Jahrhundert. Daher stammt auch der Name. Irgendwann hat dann mal ein Herr Mohn da eingeheiratet, weil kein männlicher Nachfolger da war. Das ist dann wie bei großen aristokratischen Dynastien in solchen Konzernen. Also in Wirklichkeit heißen die Milliardäre, die dahinter stehen, Mohn. Jetzt der Reinhard Mohn, der Firmenpatriarch, der den ganzen Konzern zum globalen Player ausgebaut hat, ist jetzt gestorben im letzten Jahr. Inzwischen ist es ein Matriarchat, da ist dann eine Liz Mohn an der Spitze und herrscht jetzt über dieses Medienimperium, das sich auch ständig verändert. Also BMG, diese Bertelsmann Music Group hier, ist schon aus der Musiksparte hat Bertelsmann sich so ein bisschen zurückgezogen. Das haben sie dann bei Sony gelassen. Das war ja so eine Sony-Corporation. Gruner und Jahr, das sind halt Zeitschriften, da sind sie stark im Zeitschriftenmarkt, Bücher. Im Fernsehmarkt könnten sie wahrscheinlich ProSieben Sat.1 schon längst schlucken, aber aus kartellrechtlichen Gründen dürfen sie das nicht. Also das Medienrecht, das ist ja immerhin noch ganz gut bei uns. Erstens, es gibt Kartellgesetze. Konzerne sollen eigentlich vom Staat, also von den Wirtschaftsbehörden, daran gehindert werden, ein Monopol zu erreichen. Und wenn sie sich irgendwie hinterrücks absprechen und ein Monopol dann doch haben, dann können sie dabei erwischt werden, kriegen dann Strafen aufgebrummt, wie jetzt bei Benzin, glaube ich, öfter, Zement oder so passiert das. Im Medienbereich ist das sogar noch etwas schärfer. Da gibt es dann eine eigene Gruppe, die heißt dann irgendwie KEK, kann man im Internet finden, Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Wenn man drei Buchstaben KEK eingibt, da findet man dann auch solche Diagramme wie dies. Das stammt von der Bertelsmann Firmenwebsite natürlich. Also da findet man dann größere Diagramme über Firmenverflechtungen. Ja, was uns hier vielleicht besonders Sorgen machen sollte, ist der Bereich Avato da unten. Der klammheimlich inzwischen schon ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter von Bertelsmann beschäftigt. Das ist deren Online-Sparte. Aber das sind auch so Druckereien drin und Logistikfirmen und man weiß es nicht genau. Also wenn man sich auf diese Firmenwebsite begibt, da findet man unendlich viele Projekte, dafür, bei denen aber nicht überall dann auch Avato draufsteht. Ich komme gleich noch im Bildungsbereich zu einem Beispiel Skojo, das ist dann Online-Schularbeitenhilfe, auch wieder für Hartz-IV-Empfänger, die dann zu Hause sitzen, sich keinen richtigen Nachhilfelehrer leisten können. Und die sollen dann also bei Bertelsmann, das läuft unter Avato, sollen die dann Schularbeitenhilfe buchen können. Ja, was Avato vorhat, weiß man nicht. Bedenklich ist es vor allen Dingen auch, weil nach deutschem Medienrecht das nicht unter diese Beobachtung fällt. Soweit ich weiß, ist es immer noch nicht, also mit drin. Das heißt, unsere KEK, diese Kommission, die beobachtet nur diese eigentlich eher so schon im absteigenden begriffenen anderen Bereiche von Bertelsmann. Vor allen Dingen diese Direct Group, ich glaube, die mit diesen Buchclubs, ob die damit wirklich noch so viel verdienen, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch eine Traditionssache. Ja, jedenfalls ist diese Firma Avato auch deswegen noch interessant, weil sie sehr fleißig sind beim Sammeln von Daten, Kundendaten. Also sie haben die größte Kundendatei außerhalb des Staates in der deutschen Wirtschaft, die verwalten die der Deutschen Bahn, soweit ich weiß, und haben natürlich auch eigene Methoden entwickelt, um den Leuten ihre privaten Daten aus der Nase zu ziehen, wobei sie direkt an die Tradition der Bertelsmann Buchclubs anknüpfen, denn in den Geschichtsbüchern der Handelsgeschichte steht ein Gesetz drin,
dass es uns allen ermöglicht, bei Haustürgeschäften irgendwie 14, nein, ich glaube sogar 4 Wochen Rücktrittsrecht zu haben. Das hieß auch eine Zeit immer Lex Bertelsmann, weil die halt mit ihrem Buchclub, als das noch das Hauptgeschäft war, so aggressive Marketingmethoden hatten, dass also viele Leute sich plötzlich mit diesem Abo wiedergefunden haben, dass man dann auch nur ganz schwer wieder los wird, weil die, leider verliert die Post ja auch dann oft die Kündigungsbriefe, die man denen schickt. Das kennen wir alles heute von der Deutschen Bahn zum Beispiel wieder, auch von Avato verwaltete. Ein guter Trick, den schon Bertelsmann Buchclub hatte, war auch das Preise verteilen. Also man bekam dann plötzlich irgendwie Nachrichten, sie haben einen Preis gewonnen, sollte die quittieren, den Empfang des Preises, ein paar Bücher wahrscheinlich, alte Ladenhüter, und unterschrieb dabei ein Buchclub-Abo. Sowas ist vorgekommen und sowas Ähnliches findet jetzt im Internet statt, wo Leute an Preisausschreiben mitmachen sollen und dann, wo angeblich was zu gewinnen ist und dabei ihre Adresse und all ihre persönlichen Daten preisgeben sollen. Wozu viele Leute im Netz immer bereit sind, muss man sagen. Also immer, alle achten vielleicht auf ihren Datenschutz ein bisschen, wenn es nichts kostet, aber sobald man denen was anbietet, irgendwie, es reicht auch die Aussicht auf einen Gewinn, wird es dann schon etwas schwieriger. Also Avato verdient noch eine Menge Aufmerksamkeit, aber die Bertelsmann Stiftung nicht minder, die passt, trifft eher unser Thema jetzt. Nur noch 15 Minuten? Oh, kann doch nicht sein. Sie hält 75% des Konzernkapitals, hat innerhalb ihrer Existenz quasi 2 Milliarden Steuersparnis verursacht, weil sie angeblich gemeinnützig ist. Also dagegen laufen jetzt unter anderem Bestrebungen der Kritiker, dass also diese Gemeinnützigkeit endlich aberkannt wird, ist mit 300 Mitarbeitern schon ein ziemlicher Moloch. Wenn man sich vorstellt, die haben keine Lehrauflagen, wie jetzt Professor oder so an der Uni oder ein Assistenzprofessor da. Die können alle nur Vollzeit an ihren Projekten sitzen und haben dafür 70 Millionen Jahresbudget. Also haben ein unheimliches, geht mal auf die Website, also eine unheimliche Masse an Projekten, die alle das Hauptziel haben, Privatisierung irgendwelcher öffentlicher Güter. Gerne auch Bildung, aber auch alles mögliche andere. Öffentliche Verwaltung privatisieren, das finden die toll und möchten sie natürlich dann auch gerne was verdienen. Die Stiftung steht unter Kontrolle der Eigentümer der Milliardärsfamilie Mohn. Es ist auch sehr tricky organisiert, aber ich lasse das jetzt mal weg, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Das übergehe ich jetzt auch mal, das Adorno-Zitat lassen wir weg. Der hier ist viel wichtiger als Adorno. Adorno ist ja leider tot. Elmar Brok, Europapolitiker, kann man immer öfter auf dem Bildschirm sehen, sogar in der Tagesschau durfte er schon ein paar Mal auftreten. Ansonsten häufiger natürlich bei NTV, das gehört ja zu Bertelsmann. Und der steht ganz offiziell seit den 80er Jahren, weiß man das, glaube ich, dass der da ein hier Vice President Media Development, 6-stelliges Salär, also ich las mal was von 180.000 Euro im Jahr, die er da kriegt, zusätzlich zu seinen Abgeordneten-Diäten, das ist kein Feierabendparlament, also der kriegt da also wirklich von 2 Jobs ein volles Gehalt. Und dafür muss er natürlich auch was tun, also hat hier beim Urheberrecht mitgemischt, wurde von Bertelsmann anscheinend dazu angestiftet, gegen öffentlich-rechtliche Medienanstalten Stimmung zu machen, nach dem Motto, ja, das entspricht doch eigentlich nicht unseren Liberalisierungsvorstellungen von einem Markt, wenn ihr da die ARD und ZDF und so weiter habt. Wundert man sich eigentlich, warum? Also weil Bertelsmann auch Einfluss auf die ZDF-Programmgestaltung etc. hat. Und aber viel das Wichtigste ist der Einfluss auf die EU-Verfassung. Also da war Elmar Brok von Anfang bis zum Ende mit dabei und Bertelsmann selber hat über eigene Ressourcen und auch über ein Zentrum für angewandte Politik, CAP, in München auf diese EU-Verfassungsverhandlung im Konvent Einfluss genommen. Also das, was uns jetzt als Verfassung gegeben wurde, stammt zum Teil aus der Feder von solchen Lobbyisten oder wurden die beteiligten Politiker vom Bertelsmann-Konzern speziell, aber vermutlich auch von anderen, wovon ich zumindest nichts weiß, beeinflusst. Ja, er gilt als Mr. Europa in der CDU, dieser Herr Elmar Brok. Und hat selbstverständlich auch Zugang zu den jeweiligen Bundeskanzlern, soweit sie von der CDU stammen.
Was hat die Bertelsmann Stiftung speziell zur Kommerzialisierung der Wissensgesellschaft beigetragen? Schon 1996, eine Kommunikationsordnung 2000, also ein Papier, das einen gewissen Einfluss gewonnen hat. Dann im Jahr 2000 ein Memorandum Verantwortung im Internet, das dafür plädiert, da war gerade so im Gespräch, sollte man vielleicht das Netz regulieren. Also wenn man sich jetzt vorstellt, der damalige Innenminister Vassili wäre auch nicht so nett gewesen, was der vorhatte. Die Medienindustrie wollte natürlich alles in der Eigenverantwortung der Industrie lassen. Und zum Schluss, also der größte Punkt ist natürlich die Bildungsprivatisierung. Irgendwie wirkt es so, als hätten die wenig getan, das stimmt. Der Grund dafür ist, immer dann, wenn die Bertelsmann Stiftung etwas macht im Medienbereich, hat das ein Geschmäckle. Dann kommen sie in den Ruf, Projekte zu betreiben, die den Konzerninteressen nützen. Ich glaube, das tun sie sowieso ständig, aber so offensichtlich wie hier haben sie es selten getan. Und oftmals ist der Bertelsmann-Konzern der Nutznießer. Also hier Online-Plattform habe ich schon angeführt. Bertelsmann will in den Bereich E-Learning rein. Und bei der Privatisierung von Kommunalverwaltung ist klar, da bietet Arvato selber schon ganze Konzepte an. Eins davon ist auch, glaube ich, schon lanciert worden in Würzburg und ist aber schon wieder im Niedergang begriffen, weil irgendwie können die Privaten es dann ja doch nicht wirklich effizienter. Moment, die Richtung. Ja, jetzt habe ich also die Wahl, tiefer einzusteigen in den Bereich Bildungsprivatisierung oder noch 10 Minuten lang Fragen zuzulassen. Ich neige dazu erstmal vielleicht ein paar Fragen und wenn nicht genug kommen, können wir noch hier ein bisschen weitermachen in dem Bereich. Auch Minderheiten haben ihre Rechte. Irgendjemand eine Frage? Keiner. Okay, dann mache ich hier weiter. Ziel ist die Ökonomisierung des Wissens und ein Ansatzpunkt dabei sind die Reformen an den Universitäten. Wer heute studiert, ich kann euch nur bedauern, dieses Master-Bachelor-System ist wirklich übel. Die Ideen, die dahinter stecken, lassen sich am besten mit diesen 3 Worten beschreiben. Wobei Controlling ist ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre. Das hieß früher interne Revision, sowas in die Richtung, Buchhaltung. Das sind Leute, die dafür sorgen, dass innerhalb des Unternehmens Informationen gesammelt und verarbeitet werden, mit denen die Unternehmensleitung steuern kann, was jeder einzelne Arbeiter und auch alle Maschinen, Einkäufer und so weiter im Unternehmen tun. Das nennt man Controlling. Und aus diesem Bereich werden Ideen in den Bildungssektor oder überhaupt in gesellschaftliche Sektoren eingebracht von der Bertelsmann Stiftung. Das beruht auf Ideen des verstorbenen Patriarchen Reinhard Mohn, der in etlichen Büchern, also ich glaube, ich habe so einen Stapel zu Hause von ihm, also schon in den 80er Jahren damit anfing, über die Politik zu klagen, dass die Politiker also immer unfähiger würden und im Grunde genommen könnte man das ja sehen, dass Unternehmen viel effizienter gesteuert würden, vor allen Dingen seins natürlich, Bertelsmann, deswegen hat das ja auch so von einem größeren Mittelständler, so hat er das wohl von seinem Vater übernommen in den 50ern, nach dem Zweiten Weltkrieg und hat es jetzt so einen riesigen Konzern aufgebaut. Es ist klar, dass so ein Mensch dann auf die Idee kommt, was ich mache, ist irgendwie genial. Also müssten die Politiker eigentlich so sein wie ich, also wie Unternehmer handeln. Und das sind nun die Methoden, die er anwendet. Also es muss nicht alles daran grundsätzlich falsch sein, aber die Ergebnisse, die ich bis jetzt so sehe, haben mich nicht überzeugt. Modularisierung und Individualisierung sind die beiden anderen Punkte, wobei Controlling auch direkt zu Modularisierung führt und das wiederum zu Individualisierung führen kann, nicht unbedingt muss. Also bei der Studiengestaltung ist es so oft. Ja, menschliche Sinnsuche, wenn man sich mit dem Wissen beschäftigt, wenn man etwas studiert, wenn man Bildung erlangen möchte, dann soll es ja noch Menschen geben, die da auch wirklich versuchen, dann ihren Horizont zu erweitern und nicht einfach nur eine möglichst gute Berufsausbildung möglichst schnell durchzuziehen. Das ist eher die Idee der Unternehmen, die die Universitäten als Dienstleister sehen, die ihnen jetzt möglichst schnell, möglichst junge, weil angeblich dann noch flexiblere, in Wahrheit dann noch billigere und leichter einzugliedernde Absolventen liefern sollen. Jetzt mit dem Bachelor-Abschluss
ist die Industrie aber auch nicht so glücklich. Ja, das ist deswegen Controlling, Modularisierung, hatte ich schon erwähnt. Individualisierung, dahinter steckt natürlich auch, erstmal ist es ja ganz schön, man möchte als Individuum ja auch gerne ernst genommen werden und sich individuelle Freiheiten nehmen, sich gerne weiterentwickeln nach eigenen Ideen. Aber das ist damit nicht unbedingt gemeint. Damit ist eher gemeint, dass man Leute dazu bringt, Verantwortung auch für das zu übernehmen, wofür sie gar keine Verantwortung haben. Sei es zum Beispiel dafür, dass es eine Massenarbeitslosigkeit gibt. Jeder soll sich also selbst dafür verantwortlich fühlen, dass es 3 Millionen offizielle und 5 Millionen tatsächliche Arbeitslose hier im Land gibt und soll seinen möglichst individuellen Weg in den Arbeitsmarkt suchen, womöglich noch mit Ellenbogen auf Kosten von anderen, reduziert die Solidarität. Modularisierte Studiengänge, wo dann jeder sich irgendwie was zusammenbauen kann, die entsolidarisieren auch organisatorisch, weil die Leute halt nicht mehr gemeinsam für das Vordiplom lernen, wie ich noch früher in den 80ern, sondern jeder lernt vielleicht für seine eigenen Prüfungen in seinem speziellen Lernmodul. Mhm. Ja, die Kommerzialisierung ist noch lästiger und unangenehmer für viele, die in westlichen Bundesländern studieren, wo, glaube ich, fast alle jetzt Studiengebühren haben. Ich glaube, es gibt noch viele, die nicht wissen, dass das tatsächlich eins der Hauptprojekte der Bertelsmann Stiftung war, die Einführung von Studiengebühren in Deutschland. Unter anderem, vielleicht sogar mit dem Hauptzweck, dies durchzusetzen, hat die Bertelsmann Stiftung eine externe Einheit, eine externe Organisation, man könnte böswillig sagen Tarnorganisation gegründet, das CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung, hat sich dafür dann die Hochschulrektorenkonferenz noch mit an Land gezogen, dass die da also mitmachen, zu einem Zeitpunkt, als die Mehrheit der Hochschulrektoren noch gegen Studiengebühren war. Durch diese Zusammenarbeit im CHE und durch die Kampagnen, die der Bertelsmann Medienkonzern lanciert hat und die die Bertelsmann Stiftung lanciert haben, haben sie es geschafft, die Stimmung so zu drehen, dass dann doch letztlich die Studiengebühren durchsetzbar waren. Vielerorts. Sehr lästige Geschichte. Passt dann aber auch zu dem Master- und Bachelor-System, weil dann eben viele sich nur noch einen Bachelor leisten können, den man vielleicht in 6 oder 8 Semestern kriegen kann. Alles andere würde dann zu teuer werden. Ein Ziel dabei ist Zugewinn von Unternehmenseinfluss auf den gesamten Bildungsbereich und dadurch dann wieder die Reduzierung aller nicht wirtschaftlichen Ziele, die Universitäten ja auch haben. Also Professoren haben nicht unbedingt immer das Ziel, was zu entwickeln, zu erforschen, was dann irgendeinem Unternehmen oder überhaupt irgendeinen ökonomischen Nutzen bringt. Es kann auch rein sozialer oder kultureller Nutzen sein oder auch wissenschaftsintern irgendetwas. Aber das ist natürlich einem Menschen, der glaubt, man müsste die Gesellschaft wie ein Unternehmen organisieren, schwer klarzumachen. Dass auch solche Dinge, die man gestern vielleicht für völlig ökonomisch wertlos hielt, heute dann ökonomisch dann doch irgendeinen Wert haben. Also im Grunde genommen sägen sich diese Leute den Ast ab, auf dem sie sitzen. Vor allen Dingen entschärfen sie aber auch die Gesellschaftskritik und bringen damit die Gewerkschaften in die Defensive, was dann Lohnsenkungen möglich macht. Also insofern hat das Ganze dann auch schon einen unmittelbaren ökonomischen Output, auch dann, wenn diese Studiengebühren noch nicht in die Taschen privater Konzerne fließen. Aber auch das ist natürlich geplant, denn eine der Ideen, die dahinter steckt, ist natürlich E-Learning, wenn das jetzt privat, kommerziell angeboten wird von Arvato, sagen wir mal, in Zukunft irgendwann. Für das werden Leute nur dann bezahlen, wenn das öffentliche Studium auch was kostet. Denn sonst würden die Leute sagen, ja wieso, Bildung ist doch mein Recht, warum soll ich für das als Dienstleistung definieren und dann dafür zahlen müssen? Aber dadurch, dass dieses Recht auf Bildung immer mehr untergraben wurde und auch damit auch die Wissenschafts- und Kunstfreiheit untergraben wurde, wird man langsam daran gewöhnt, dass es halt ganz normal ist. Man muss halt für alles zahlen. Umsonst ist der Tod, vor allem im Gesundheitssystem dann.
Es gibt auch ein Zentrum für Krankenhausmanagement bei Bertelsmann, auch mit C geschrieben. Daran konnte man die Tarnorganisation eine Zeit lang mal erkennen. Inzwischen nennen sie die aber anders, weil die Bertelsmann-Kritiker haben es zu oft in die Öffentlichkeit getragen. Meine Zeit ist jetzt zu Ende, oder? Noch 2 Minuten, okay, dann kann ich noch ein paar konkrete Beispiele nennen, wo Bertelsmann in den Hochschulbereich eingegriffen hat. Universität St. Gallen, ganz berühmte Schweizer Universität, Lüneburg, Leuphana, in Hamburg, vor den Toren von Hamburg so ein bisschen, war, glaube ich, mal sogar nur eine Fachhochschule, hat sich dann einen bombastischen Namen Leuphana verpasst und kooperiert sehr eng mit der Wirtschaft, nicht nur mit Bertelsmann, also der Otto-Versand hat da, glaube ich, einen eigenen Studiengang für Otto-Versand-Management eingerichtet und sowas. So. Das war kein Witz. Universität Oldenburg, also das Projekt halte ich für das gefährlichste, weil es dann auch wieder das gesamte Bildungssystem untergräbt. Hier St. Gallen, nur ganz kurz, Peter Glotz, über Tode ja nichts Schlechtes, aber der hat in der SPD die Lobbyarbeit von Bertelsmann fortgesetzt, um in der SPD die Studiengebühren hoffähig zu machen und auch durchzusetzen. Und der hatte nun mal eine Stiftungsprofessur, die von Bertelsmann bezahlt wurde. Dann haben wir hier die Leuphana. Das habe ich hier so mehr ausgeführt, weil ich mal in Lüneburg diesen Vortrag gehalten hatte. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so interessant. Da waren also ein paar hohe Tiere aus der Universität von Bertelsmann irgendwie abgeworben oder haben gewechselt. Oder von McKinsey, das ist also die Unternehmensberatung von Bertelsmann, die saßen dann da und haben in dieser Leuphana ein Architekturprojekt gemacht, wo dann einer von denen gleich noch eine private Firma gegründet hat, die gar nichts mit der Uni zu tun hatte. Und die durfte dann hier diese Liebeskindhäuser, das ist ein berühmter Architekt, bauen. Also es war schon wirklich hart an der Grenze, wo man selbst nach deutschen Gesetzen jetzt von Korruption hätte sprechen können. Und ein kleiner lokaler Skandal. So, dies hier ist aber eher das Gefährlichere. Da kommt ja noch eine weitere, genau. Da gibt es einen Professor Kaminski, weil man Menschen wie mir, die Geisteswissenschaften studiert haben, ja immer nahelegt, man sollte doch vielleicht da mal gucken, ob man nicht gerne Lehrer werden möchte, denn es gibt Lehrermangel im Land. Habe ich mich da mal ein bisschen mit dem pädagogischen Bereich befasst und da gibt es wirklich heiße Diskussionen in den pädagogischen Fachzeitschriften über die Frage der ökonomischen Bildung. Dieses Oldenburger Institut, es ist nicht leicht, das noch im Netz zu finden, die Bertelsmann-Verbindung. Aber es gab mal eine Anschubfinanzierung, um da so einen Professor zu installieren. Erst war es ein An-Institut, aber das ist, glaube ich, ziemlich offiziell in der Uni Oldenburg. Der hat nur eine Aufgabe, hat als Hauptaufgabe eine sogenannte Ökonomik als Schulfach durchzusetzen. Also dass die Wirtschaft sozusagen ein eigenes Fach kriegt, obwohl es schon ein Fach gibt, wo Wirtschaft drin vorkommt, nämlich PWG, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und wenn man dann mal guckt, was haben die denn so vor, diese Ökonomik-Leute? Unter anderem findet man dann, dass die Lehrmaterialien von Banken zu Geldpolitik wobei man sich fragt, Finanzkrise, ob das wirklich die richtigen sind. Diese Initiative zur Privatisierung, steckt auch wieder eine Tarnorganisation dahinter und Bertelsmann hat dann was zum Urheberrechtsgesetz dazu beigesteuert. Also man kann schon sehen, dass über diese ökonomische Bildung und über dieses Institut, vor allen Dingen, dass die große Industrie, das Arbeitgeberlager, Einfluss auf die Schulen bekommen möchte. Den haben sie sowieso schon, dank vieler Bertelsmann-Reformen. Die könnt ihr übrigens in diesem Buch näher nachlesen, in einigen Beiträgen. Vor allen Dingen Horst Bethke hat sich damit beschäftigt, das ist ein alter Lehrer, aber auch hier Oliver Schöller, ein Soziologenkollege, mit dem gemeinsam habe ich einen Artikel im Internet. Wenn ihr meinen Namen und den von Oliver Schöller eingebt, dann kommt ihr automatisch auf einen Artikel. Und Martin Benhold, ein Professor für Rechtssoziologie, der beschäftigt sich auch mit der Frage des Einflusses großer Konzerne auf die Bildungspolitik, aber auch auf die Politik allgemein. In dem Beitrag von Martin Benhold findet man dann Hinweise zur European Roundtable of Industrialists, die an der Gründung der WTO, ganz am Anfang, ihr erinnert euch, diese
internationale Organisation, die alles in Richtung Wirtschaftsinteressen drängt. Da war die ERT mit dabei und ja, steht in der Tradition der Roundtable-Gespräche. Da landet man dann am Ende bei den Bilderbergern, wenn man da weiter recherchiert und einem stehen wirklich die Haare zu Berge. Einige grinsen, aber die gibt es wirklich. Stehen jetzt sogar im Duden, im Brockhaus neuerdings. Erst in der neuesten Ausgabe vom Brockhaus kann man das finden. 4 Zeilen aber nur. Ja, und Jörn Hagenloch, der berichtet in diesem Tagungsband, den ich herausgegeben habe, auch noch über die internationale Politik der Bertelsmann Stiftung. Ja, dann möchte ich euch noch hinweisen auf, weil zum Bologna-Prozess, da reicht die Zeit jetzt einfach nicht mehr, auf dieses Buch, das ich in meiner Verzweiflung, weil kein Verlag es drucken wollte, genau wie dieses hier auch, selber als Book on Demand rausgebracht habe. Da kann man nochmal speziell zum Thema Korruption und Privatisierung also einige Beiträge nachlesen, wobei allerdings nur mein Beitrag sich mit Bertelsmann beschäftigt. Alles andere sind dann allgemeinere Dinge zur Kriminologie der Finanzkrise und zum Neoliberalismus. Ja, jetzt noch Zwischenfragen. Ich meine Abschlussfragen. Ja. Also es sind zwei. Das eine ist, wird es die Folien als Download geben? Ich denke ja, sie stehen okay. Schon irgendwo im Netz. Alles klar. Und das andere ist aus dem IAC einen speziellen Dank an den Vortragenden. Das wäre ein exzellenter Vortrag. Dankeschön. Ja. Also ich kann noch mal kurz durchzappen, damit ihr seht, was da noch alles im Netz steht. Das ist alles zum Thema Bildungsprivatisierung. Hier zur Geschichte der Stiftung auch so ein bisschen. Und dies hier, vielleicht besonders interessant, eine Chronik der Entdeckung, dass Bertelsmann überhaupt so etwas macht. Ja, das war's. Okay. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ja.